Willkommen zu Heiger unterwegs, heute wieder aus Dillbrecht. Mein Name ist Hartmut Eglinski und ich bin Pfarrer hier in Dillbrecht. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. So steht es geschrieben im Matthäus-Evangelium Kapitel 5, Vers 9. Friedenstiften, ein großes Wort. Da steht eigentlich nur im Griechischen Frieden machen, also etwas Aktives ist damit gemeint, was Luther mit dem Wort stiften übersetzt. Und selig sind, ja, heute würde man sagen, fröhlich, glücklich sind die, die Frieden machen. Sie werden Gottes Kinder heißen. Eine große Aufgabe ist das, Frieden zu stiften in unserer unfriedlichen Welt. Unfrieden, dafür könnten wir jetzt viele Beispiele finden, wo es in der Welt passiert, wo es aber auch in unserem Land passiert. Das will ich jetzt nicht weiter vertiefen, sondern schauen, wo zwei Menschen es geschafft haben, Frieden zu stiften, wo über Jahre, Jahrzehnte, man könnte sagen über Jahrhunderte, Feindschaft, Hass und Unfrieden gewesen war, nämlich zwischen Deutschen und Franzosen. Da haben Charles de Gaulle und Konrad Adenauer am 8.7.1962 in der Kathedrale von Reims eine Friedensmesse beigewohnt. Reims war ein sehr symbolischer Ort, war bewusst gewählt. In dem Krieg im Jahr 1870 wurde Reims von den Deutschen besetzt. Im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 wurde es in Frankreich als die Märtyrerstadt bezeichnet. Und schließlich am 7. Mai 1945 war es Schauplatz für die Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Die beiden Männer haben also symbolisch diesen Gottesdienst mitgefeiert und damit zum Ausdruck gebracht, dass der Unfriede überwunden werden soll zwischen den beiden Ländern und sind so vorangegangen. Haben viele Menschen inspiriert. Ich vermute, viele deutsch-französische Austausche sind dadurch überhaupt erst möglich und geworden und zustande gekommen. Ich selbst war als Jugendlicher in Paris in einer Gastfamilie. Und nicht gleich beim ersten Besuch, aber beim zweiten oder dritten meinte die Gastmutter zu mir, weißt du Hartmut, meine Großmutter, die hätte absolut kein Verständnis dafür gehabt, dass du heute hier bei uns bist. Da hat es noch nicht funktioniert, die alten Gräben zu überwinden. Da war noch Hass und Unvergebenheit. Und dann wiederum haben sie mich einmal mitgenommen zu dem Uropa, der in Lothringen lebte. Und der hat mir ganz stolz erzählt, dass er Soldat gewesen war. Und das hat mir sein wichtigstes Utensil gezeigt, auch mit Stolz, sein Rasiermesser. Original Solinger Klinge. Darauf war er besonders stolz, hat es mir gezeigt, für mich im Rückblick ein wunderbarer Gestus der Versöhnung, dass es möglich ist, Frieden zu schaffen zwischen Gruppen, die einst heftig befeindet waren. Und dann, heute am Tag der Aufnahme, schaue ich auf den Kalender. Es ist der 9. November, der Tag der Schande Deutschlands, als die Pogrome stattgefunden haben, losgegangen sind, verharmlosend genannt Reichskristallnacht. Klingt ja irgendwie schön. Aber es war eine Reichspogromnacht, wo abertausende jüdische Geschäfte zerstört worden sind, wo tausende von Synagogen geschändet worden sind, wo wahrscheinlich 20.000 bis 30.000 mindestens Personen in Konzentrationslager verschickt worden sind. Eine Schande für unser Land, ein Unfrieden, der da eingezogen ist, basierend nicht auf einer alten Völkerfeindschaft, sondern auf der Unterschiedlichkeit von Menschen und Menschengruppen, basierend
auf den Gedanken der Rassismuslehre und ausgedehnt auf das Judentum und dabei aufgreifend den uralten Hass und wahrscheinlich auch Neid auf diese jüdischen Personen in der Gesellschaft. Und das zu einer Zeit, als die Juden in Deutschland wirklich integriert waren. Dort, genau dann, wurde dieser Hass wieder ausgegraben. Ja, warum sage ich das? Frieden stiften ist auch heute unsere Aufgabe. Frieden stiften zwischen Personen, das machen Lehrer tagtäglich in der Schule. Frieden stiften zwischen Personengruppen. Und zwar fängt es an mit Worten des Friedens, die wir wählen können, im Gegensatz zu Worten des Hasses. So wie man so schön sagt, die sind ja nur hier, um unsere Sozialleistungen abzukassieren. Und so macht man wieder neue Schubladen und Gruppendenken auf, um die einen abzuwerten und sich selbst aufzuwerten. Meistens einfach nur schön kaschiert durch ein bisschen Sozialneid und kaschiert durch die Frage, ja, wer soll das denn bezahlen? Da können wir uns aus dem Frieden Gottes, den wir in Christus empfangen haben, dagegen stellen. Mit Worten, mit Taten. Und so wünsche ich uns allen, dass wir Friedensstifter werden in dieser Zeit zwischen Menschen und zwischen Personengruppen in unserem Land. Der Friede Gottes sei mit Ihnen. Thank you.